So, es geht gleich weiter mit Let's Play 4.2 von mir Trollhunt 1000. Wir gehen weiter durch diese Tür und sehen uns etwas um. Sehen wir da was? Ja, da sehen wir was. Das sieht nicht gut aus. Denn der Typ da oben sieht nicht gut aus. Wage ich mal zu behaupten. Also, gehen wir weiter. Da drüben geht's da weiter. Da sind viele Leichen da unten. Wo hüpfe ich nochmal? Leertaste, oder? Ja, genau. Ich habe keine Munition damit. Damit habe ich 48 Schuss. Super. Super. Kammertüren öffnen. Ui, ich schau mal, ob da was da drinnen ist. In den Kammern, bevor ich da öffne. Ah, okay, das ist diese Türe. Da schaue ich mir mal zuerst draußen um, was es hier gibt. Gut, da komme ich auch nicht durch. Okay, das heißt, ich muss wohl über die Tore öffnen. Ich will nicht wissen, was dann rauskommt, ganz ehrlich. Aber ich muss es wohl tun. Also, tja, tue ich's. Jetzt müssen die offen sein. Dafür ist das jetzt zu wahrscheinlich. Ja, erst was soll der Scheiß? Jetzt ist er für die Tür, das Tor zu. Was bringt mir das dann, wenn das zu ist und das drin offen ist? Entschuldigung, das ist sinnlos. Oder gibt es irgendeinen anderen Weg? Schauen wir mal. Ah, von da komme ich auch rein. Okay, okay, okay. Das ist schon mal falsch. Komme ich nicht weiter. Also ich kann nicht nachladen. Scheiße. Sieht auch nicht gut aus. So, ich hoffe, der verbrennt. So, schön. Wieder eine Vision. Okay. Blut. Auch nichts drin. Gehe ich mal da weiter. Feuer. Speichere Daten. Das ist auch gut. Jetzt sind wir bei dem hier. Okay, er ist schon tot. Ist da oben. Aha, oh mein Gott, da ist er wieder einer. Die kommen vom Hinterhalt herangestürmt. Heißt, lebt er noch? Das ist immer noch so gut. Oder ist das auch bei Leichen? Nein. Scheiße! Boah. So, jetzt wie viel kommen davon noch? Ich gehe jetzt mal darauf. So. Also, da rein und Tür zu und Tür zu und Tür zu. Oh, scheiße, die Viecher können die Tür aufmachen. Das ist natürlich scheiße, die Viecher Türen aufmachen können. Medikit, Medikit, schön. Ein Hinweis, schön. Also. Wir sind dabei, nächste Woche die Testanordnung 62 mit den Testobjekten C5000 bis C5050 durchzuführen. Dazu müssen die Betäubungsmittel rechtzeitig von Labor 12 angefordert und der militärischen AV auf den nächsten Stand gebracht werden. Wichtig! Die Testobjekte müssen während des Transits gesichert sein. Die Transporteure sollten Schutzkleidung gegen mögliche Bisse tragen. Okay. Der Speicherpunkt. Okay. Okay, die sterben mit einem Schuss. Das ist auch schön.
Ich habe noch einen Schuss im Bett. Scheiße. Also, was rede ich für eine Scheiße? Das ist ein Schuss. Entweder können wir jetzt. Egal. Okay. Schön. Panzerung. Endlich wieder. So, dann gehen wir weiter. Oh mein Gott, schon wieder einer. Oh. Den hat's zerfetzt. Aha. Einfach runterlaufen, runterlaufen, runterlaufen. Da hinten ist nichts. Haben wir hier was? Schrotgewehr. Panzerung. Maschinenpistolenmunition. Das kann ich mir hier nachladen. Okay. War ein Zombie oder ein Monster oder was immer das sein soll hier. Ich sage einfach unbekannte Lebensform. So. Okay. Das gefällt mir. Die Monster sind mir lieber. Auch wenn die stärker sind, die Monster. Da sie mehr Schaden anrichten. Aber naja. Sie verstecken sich nicht so blöd. Dingen, sondern rennen einfach auf mich los. Das finde ich cool. Da ist wieder. Boah, den hat's auch zerfetzt. Also mich würde es nicht wundern, wenn das Spiel in Deutschland wirklich zensiert ist. Weil wie gesagt, es ist nur ein PG-Logo drauf und kein USK-Logo. Oh. Ausreichend freigeschaltet Paparazzi. Tja, das bringt mir ja am PC leider sehr wenig. Toll, jetzt habe ich den Ding verloren. Egal, jetzt kann ich den Invis nicht mehr lesen. Egal, wird nicht so wichtig gewesen sein. Und wir haben wieder eine Panzerung. Halt, da war doch gerade einer, oder? War da nicht gerade noch einer? Oder habe ich mir das... Nein, okay. Mach ich die Tür zu. Okay. Okay, schauen wir da weiter. Eine Türe. Schließen. Ich höre was. Da! Ha! Die Tür ist offen. Im Fahrstuhl. Fahrstuhl ist ein hässliches Wort. Egal. Jetzt kommt hoffentlich ein Speicherpunkt. Komm. 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 Speicherpunkt. Komm. Speicherpunkt. Natürlich macht ich ihn kennen. Doch. Er ist tot. Schön. Komm, Speicherpunkt. Ja, ein Speicherpunkt. Und da ich leider wieder zu blöd war, auf die Uhr zu schauen, weiß ich nicht, wie lange der Part schon geht. Ich weiß nicht, wie lange es schon geht, und deshalb höre ich jetzt mal auf den letzten Speicherpunkt. Und ich weiß nicht, wann der nächste kommt. Tja, also, bis zum nächsten Video. Von mir, Trollhunter 1000. Also, viel Spaß mit den Videos. Adieu.